Hey, hey, hey! Es ist die Zeit, die ich angegeben habe, zu der der Stream stattfinden soll. Und ich bin auch da. Und das bedeutet, wir legen los. Und an alle Eingeweihten die heiligen Wörter. So. Es gibt immer noch viel zu tun. Sehr, sehr viel. Wir müssen ackern, bis die Bude... Ja, wir müssen viel tun. Sehr, sehr viel. Insbesondere was... Ach ja, hier, der rödelt einfach jetzt gemütlich vor sich hin. Das kann er machen. Hallo, Ova. Ja. Gucken wir... Oh, Leiche. Okay. Na, erstmal gucken, was wir denn hier unten noch so alles haben. Ich wollte ja irgendwann noch mal hier... Kleiner Ruckler. Ja, immerhin hast du ein bisschen was von meinem letzten Stream gesehen. Das ist schön. Gut zu wissen, Uwe. Keine schlechte Leiche. Da kann man doch was draus machen. Und ja, jetzt müssen wir ein bisschen testen. Ich fange mal einen Burger rein. Wie steht's mit dem Herz? Ich hoffe ja immer so ein bisschen aufs Herz. Ja, guck mal da. 6. Ich habe gehört, mir da auch ein bisschen was angelesen, was hier diese Leichen angeht. Ja. Ein bisschen hier bei den Skills etwas umhergeguckt. Und da gibt es ja so ein paar richtig schöne Sachen. Und zwar, ja, zum Beispiel... Bin ich ein bisschen blöde. Zum Beispiel gibt es, ja, noch so Injektionen und sowas, Balsamierung. Man kann eine Leiche bis auf 14 hochpushen. Ja, ich guck mal bei meiner Mine nach. Irgendwas, ne? Scheint da oben ja nicht ganz so rund zu laufen. Denn es sind nur 2 Steine hier. Weil ich werde zugebrochen mit Erz. Wobei, jetzt kommen sie wieder. Hege die leise Vermutung, dass sich oben einfach nur vergleichsweise viel Erz angestaut hatte und der das jetzt nach und nach alles hier runterbuckelt. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ja auch hier mal rütteln. Nee. Geh weg, du Assi. Oh. Honig. Ah, eine Biene. Könnt ihr mal eine Kiste hinstellen? So. Ja. Sorry. Wolltest du mir sowieso nur wieder Holz bringen? Warum liegt hier überall Holz rum? Was ist hier los? Schmeißt du ja jetzt überall Holz in die Gegend. Ja, und der bringt da jetzt irgendwas runter. Na, wollen wir mal kurz gucken, was der denn runterbringt. Ba, da, 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 da. Bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, wie gesagt, meine... Wieso liegen denn jetzt hier so Steine rum? Also, wenn er zurückläuft, legt er die dann einfach hier irgendwo so hin? Kann ich den da auch noch dazulegen? Nee, aber den kann ich mitnehmen. Ja, nee, da hat sich das ja einfach nur aufgestaut. Mehr nicht. Es hatte sich aufgestaut eine Weile, weil bei mir unten alles vollgelaufen war. Ja, und dann hat er erstmal das ganze Eisen abgearbeitet. Mit der Zeit. Wenn übrigens irgendwas mit dem Sound nicht stimmt, ne? Sag mal bitte Bescheid. Dass jetzt hier überall so Holz auf dem Weg liegt. An diesen Vollnasen. Okay. Ich könnte mir jetzt eine Handelslizenz kaufen. Was? Warum soll ich denn den Zombie aus der Mine nehmen? Ich finde es gut, wenn da Eisen kommt. Wir brauchen immer mehr Eisen. Warum soll ich den Zombie aus der Mine nehmen?
Der ist doch ganz okay. Hast du was gegen den Zombie? Also wenn du was gegen den Zombie hast, ne? Ich kenne den gut. Wir sind schon seit Jahren gut befreundet. Jetzt kommst du hier und willst da rumstressen. Ja. Ich habe ein bisschen Assi. Jetzt kann ich hier ein bisschen Bierensaft machen. Shit. So, mehr. Mehr Bärensaft. Doch, doch. Doch, doch. Hat er jetzt eben schon wieder Steine runtergebracht? Hat er schon wieder Steine runtergebracht? Mach dir mal keine Sorgen mit den... Mit den Zombies ist alles in Ordnung. Siehst du hier? Schon wieder alles schön voll. Kann ich mich hier eine Runde wieder durch die Steine durchackern? Ich müsste mal... Oh ja, hier... Das Ganze noch was leer räumen. Das da vielleicht noch entsorgen. Nö, nö, nö. Letzten Endes gab es keine Probleme mit dem Personal. Keine. Nur muss ich dafür sorgen, dass es hier nicht immer keinen Platz für Steine gibt. Da muss ich was gegen tun. Muss immer reichlich Platz für Steine sein. Ja, ja. Das sind halt doch Zombies, ne? Ich habe mal nachgelesen, weil ich dachte mir, meine Güte, sind die Effizienz-Ratings aber schon niedrig von denen. Aber die können maximal 40 haben. Es sind halt Untote. Dass die jetzt nicht so super pralle arbeiten, wundert mich jetzt nicht. Gut. Das ist abgeliefert. Jetzt hat er wieder schön viel Platz. Anfertigen. Hier die Biene reinlegen. Die da direkt zerstören. Hier noch was abliefern. Irgendwas. Nee. Aber das... Ich weiß nicht, was kam dabei nochmal rum? Für irgendwas kann man das auch gut gebrauchen. So, die Madenschredder. Jo. Wir haben herausgefunden, dass... Wenn ich hier guten Dünger reindrücke, hier, dann kommt sowohl mehr Saat als auch mehr Frucht dabei rum. Und ich möchte mich jetzt hier so langsam aber sicher mit der Saat hochschaukeln, bis ich das hier unten in die in so eine Farm reinklatschen kann. Hier die Ernteabfälle wieder abliefern. Huh. Okay. Ist noch früh genug. Ich könnte schauen, dass ich mir mal ganz schnell die Handelslizenz kaufe. Kann ich mir sogar leisten. Und mich dann hier durch den Keller in die Stadt schmeiße. Ja, ich sehe dich. Denn wenn der Händler gerade schon... Ja, Leiche. Ich wünsche, es gäbe irgendwie eine Möglichkeit, die Leichen automatisch in den Leichenschieber reinzupacken. Da, du bist noch da. Guten Abend. Ich habe eine Handelslizenz. Toll. Jetzt sind wir im Geschäft. Mit meinen Kontakten und deiner harten Arbeit werden wir steinreich. Aber erstmal müssen wir durchgehen. Wir öffnen unsere erste Geschäftsstelle in dieser Scheune. Klingt nach einem Startup. Hier stehen Paletten und die holen und ich hole jeden Hornter Kisten mit Waren ab. Kisten? Richtig, wir sind jetzt seriöse Unternehmer, also müssen wir uns auch unsere Waren entsprechend verpacken. Du bist doch ein geschickter Bursche und ich weiß, dass du eine Werkstatt neben dem Friedhof hast. Du kannst bestimmt alles in schöne Holzkisten verpacken. Weißt du, unsere Lizenz erlaubt es uns, so ziemlich alles zu verkaufen. Wir können alle möglichen Waren verkaufen.
Du musst nicht nur Gemüse einpacken. Allerdings hat die Essensknappheit die Preise ein wenig nach oben getrieben. Aber wenn du irgendwelche billigen Arbeiter findest, kann es durchaus profitabel sein, andere Waren zu verkaufen. Ich versuch's. Mal sehen, ich glaube, am Anfang kann ich eine Kiste pro Woche verkaufen. Das ist nicht viel. Aber niemand kennt uns. Wir müssen im Marketing investieren und unseren ersten Verkauf machen. Unsere Firma hat also zwei Ziele. Zunächst einmal sollten wir unsere Trompeten auf Stufe 3 erhöhen. Damit können wir dann 3 Kisten pro Woche verkaufen. Dann sollten wir 7 Kisten verkaufen. Wenn wir diese Ziele erreichen sollten, bin ich echt stolz. Wie können wir unsere Trompeten verbessern? Wir verwenden eine uralte Technik, die nie versagt. Mach einen Haufen Flugblätter und lass sie auf dem Schreibtisch liegen. In meiner Welt lassen wir berühmte Leute Werbung machen, um die Verkäufe anzukurbeln. Brillante Idee, du kannst Frau Anmut fragen, ob sie das Gesicht unserer Firma sein will. Das funktioniert bestimmt. Ich kann auch während meiner Zeremonie in der Kirche am Sonntag Werbung für uns machen. Tolle Idee, ich habe mir wirklich den richtigen Partner ausgesucht. Wie soll ich diese Kisten nur transportieren? Die sind echt schwer. Der offensichtlichste Weg ist über die Straße. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich glaube, der Lagerraum ist irgendwie mit dem Kirchenkeller verbunden. Aber ich bin ein bisschen zu beleibt, um darunter zu klettern und mir das anzusehen. Vielleicht kann ich diese Kisten durch den Tunnel transportieren. Aber ich muss einen Aufzug für die Kisten bauen. Jo. Und dann will er halt noch hier Futter haben. Upp. Und, wo baue ich diesen Aufzug? Hier am Tisch vermute ich mal. Nö, Marketingkampagne und Palette. Das ist eine Handelsübersicht. Dann daran, 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 dann, dann, dann. Kommt hier der Aufzug hin? Man weiß es nicht. Es ist mehr Wein fertig. Irgendwas, was ich hier rein... Ja, hier. Extra Wasser. Damit kann ich dann direkt nochmal eine Ladung Bier machen. Ach, jetzt war ich schon in der Stadt. Nicht Trollop, hab vergessen. Weißt du, das mache ich noch. Die Kneipe hat ja ewig auf. Ah, sehr lecker. Wupp. Ah, der Wirt, der wollte doch noch ein Bier haben. Gebe ich ihm doch mal eins. Und Dach, Herr Wirt. Gebe ihm ein Bier. Oh Mann, das ist wirklich gut. Du bist ein guter Braumeister, weißt du? Geh mal nach oben und hol dir die Schriftrolle von meinem Tisch. Das ist mein Geheimprojekt, ein Honigbier. Ich glaube, dass du das hinbekommst. Okay. Nach oben. Hier war ich noch nie. Cool. Rüstungen. Kiste. Da. Rezept, spezielles Bier. Jetzt kann ich einen Humpen Met herstellen. Einen. Meine Güte, der hat aber ein Riesenbett. Kiste. Ja, sonst hat er hier oben nichts. Schön, dass es diesen Raum gibt. Sehr schön. Ja, und wenn ich den jetzt mache, dann... Miet. Naja. Okay. Oh, ich könnte mal ein bisschen Wein verkaufen, ne? Ne, nicht 40. 20, hier so ein Stack. Komm, hier, so ein Stack kriegst du. Ich habe genug. Fort damit, den Rest trinke ich selbst. Nicht, oder? Ja, den guten Goldwein, den will der gar nicht haben, ne? Aber warum nicht? Bist du ein Assi? Verkaufe ich dir den hier auch noch. Ich brauche den silbernen Wein nicht, ich trinke nur den goldenen. Der ist so lecker. In den Raum mit der... Nee, ich glaube, da komme ich nicht rein. Nein. Leider nein. Ich würde aber auch echt gerne in den Raum mit der Katze.
Das ist Frau Kette. Ich weiß nicht, was ich hier noch nicht gekauft habe. Shit. Aber ich wollte hier noch etwas nachgucken. Was haben wir denn hier noch so? Chirurgie. Und hier wissen wir alles nicht, was das ist. Alchemie. Hm. Ah, ich würde gerne mal hier so in diese Richtung gehen. Aber das ist natürlich auch vergleichsweise wichtig. Oh ja, ich sehe es gerade. Hier, das da hätte ich auch noch gerne. Dann gehen die nämlich nicht mehr um. Die blöden Penner. Und mit dem da auf dem Tisch 2, werden die Leichen auch nicht mehr schlecht. Dann kann ich den einfach darauf schmeißen und dann hat sich die Geschichte. Genauso wie hier, so eine Kühlschrankpritsche, kann man die Leichen auch draufballern. Dann kann man die erstmal für ein paar Tage vergessen. Dann rennen wir mal wieder zurück. Wie gesagt, es gibt viel zu tun. Sehr, sehr viel zu tun. Ich wollte noch die Steine bauen, die ich noch nicht untersucht habe. Kann ich ja zum Teil danach wieder schreddern. Ja, kein Schwein braucht. Die Beeren hier immer wieder pflücken. Bei den Äpfeln halte ich mich zurück. Ich habe einen Baum, gibt 15 Äpfel. Ich hätte niemals so viele Bäume pflanzen dürfen. Das ist zugebrochen mit Bäumen. Ach, jetzt komm hier, gib mir das. Guck mal da unten, schon wieder 4 Steine. Kann man echt nicht meckern. So. Oh nein, ich habe es wieder gesagt. Angemessen. Fliegt da oben jetzt noch immer dieser eine Pinöpel rum hier. Das Bier. Ich tue das Bier hier in den Keller, genauso wie ich dann später auch die guten Burger rein tue. Aber ich mache erst wieder Burger, wenn ich goldene Zwiebeln habe. Hatte ich jetzt eigentlich dann schon goldene Zwiebeln? Ich habe doch hier unten Zwiebeln angesetzt. Ja, da kommt ein bisschen was an guten Zwiebeln bei rumgekommen. Ja, so kann man Stück für Stück mit dem guten Dünger die Zwiebeln verbessern. Ich habe hier so unglaublich viele unnötige Zwiebeln. Die braucht doch keiner mehr. Soweit ich weiß, kann ich hier die Zwiebeln auch in Kisten verpacken und verkaufen. Baut man den Aufzug denn eigentlich hier hin? Nö. Hab noch nicht herausgefunden, wo man den Aufzug hinbaut. Hallöchen, Kurdol. Wieder zu viel Kram. Hier werde zerstört. Ja, da werfe ich hier noch rein. Jetzt muss ich erstmal mein Inventar entschlacken. Auch kaputt. Damit habe ich Platzprobleme. Ich habe übrigens rausgefunden, je mehr Punkte man auf dem Friedhof hat, desto gut. Je mehr Punkte man auf dem Friedhof hat, desto mehr Geld bekommt man. Jetzt zerschreddere ich mal das hier. Und mach direkt noch die hier klein. Dann habe ich wieder einen Platz im Inventar.
gerade einen lecker Kaffee mit Zimt. Ja. Ist jetzt ja nicht so, als würde man nicht zwischendurch mal Dinge vergessen, ne? Ich vergesse doch nie, was ich mache. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich so einen Darm in den Destillator werfe. Habe ich den Darm schon erforscht? Ja. Die hier habe ich noch nicht erforscht, aber will ich auch gerade nicht. Da kann ich gar nicht hier reinwerfen. Aber das Herz kann ich hier reinwerfen. Kann ich das noch reinpfeffern? Die beiden Pilze werde ich noch zerschroten. Und hallo an jeden, der jetzt auch noch dabei ist. Es sind 5 Zuschauer. Seid schon ziemlich geile Dudes und Dudettes. So viele Zwiebeln. Ich will nicht so viele Zwiebeln haben. Auch reichlich Honig. Die beiden Geschichten lasse ich noch hier. Und natürlich den Glauben. Immer schön den Glauben im Keller lassen. Da wissen wir schon Bescheid. Okay. Ich denke mal, wir können jetzt hier in diese Richtung forschen. Jetzt kann ich eigentlich beides nehmen. Dann habe ich schon mal diese Tische. Und das hier. Ich weiß aber nicht, wofür dieses Gebet eigentlich da ist. Alle Verstorbenen sind willkommen. Hm. Oh. Soll das sein? Over, to the rescue. Wofür ist das Ruhestättengebet da? Mein guter Mann ist müde. Gib mein guter Mann jetzt mal ins Bett. Hier schmeiße ich dann mal die guten Zwiebeln rein. Die da könnte ich einfach eigentlich morgen direkt davon essen. Das ist weg. Und den einen Stack Bein. Beeren haben hier noch Platz, genauso wie die Möhren. Ach, ich habe hier eigentlich noch Platz für die Zwiebeln. So, ab in die Falle. Ruhestättengebet macht Leichen besser. Also die Leichen, die kommen. Das wäre dann doch eigentlich eine ganz coole Sache. Und solide Predigteinnahmen potenziell? Wow. Ah ja. Ah ja. Ja, dafür ist denn das hier da. Goldinjektion. Aber dafür benötige ich, glaube ich, auch erst einmal hier die Möglichkeit, die Scheiße zu verarbeiten. Ich finde hier die ganze Zeit über diese ganzen Sachen, aber nicht, wie man den einschmilzt. Ist das vielleicht hier bei Schmiedekunst? Oh ja, Juwelier. Da ist es. Da werde ich noch mehr blaue Punkte brauchen. Das ist aber nicht so schwierig. Das kommt wieder überall. Der Bums rum. Ja, komm. Nein. Ich habe nicht so viele, ich habe nur 4.
Jetzt lass mich hier ackern. Goldinjektion. Das ist der Ober, was ich wieder denkt. Okay. Jetzt ein Klumpatsch. Ich habe ja nämlich schon reichlich Silbernuggets. Ohne Gnade. Und die müssen dann auch mal verarbeitet werden. Eines Tages. Genau, wir brauchen reichlich blaue Punkte. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich noch nicht alle Kreuze und hast du nicht gesehen hier untersucht habe. Die geben ja eben gerade diese Punkte. Was brauche ich dafür? Nägel. Nägel kannst du sowieso immer brauchen oder so. Mal kurz rausrotzen. So, ich mache einmal die hier. Das will ich natürlich irgendwo draufsetzen. Und schau mal kurz. Ja, das habe ich noch nicht untersucht. Gehe schwer davon aus, dass ich das da ebenfalls noch nicht untersucht habe. Rein rote Punkte nicht, aber es gibt Technologien, die viele von den roten Punkten fressen, aber auch ein paar blaue. Ja, das da habe ich leider schon untersucht. Schade. Und das Holzkreuz, könnte sein, dass ich das noch nicht untersucht habe. Mist. Ja. Das Holzkreuz kommt weg. Ich habe den ganzen Wein natürlich weggepackt. Und das Ding. Ich wollte auch nicht den ganzen Wein hier reintun. Braucht ihn doch zum Arbeiten. Okay. Ich wünsche, es gäbe irgendwo eine Liste, wo man nachgucken kann, was man bereits untersucht hat und was nicht. Den Grabstein habe ich 100 pro schon untersucht. Die einfache dürfte ich auch schon untersucht haben. Ich denke, das Steinkreuz, das normale, das Dreier hier, habe ich noch nicht untersucht. Und das da habe ich, glaube ich, auch noch nicht untersucht. Die beiden habe ich auf jeden Fall schon untersucht. Also ein Dreierkreuz können wir immer mal brauchen. Und da gibt es natürlich auch immer schön Pünktchen für. Ja, bei der Zweierumrandung bin ich mir nicht sicher. Ich brauche für den da hinten noch eine Dreierumrandung. Das heißt, ich brauche noch einen polierten Stein. Dann polieren wir mal kurz einen Stein. Oh ja, hier. Ich kann jetzt ja Linsen herstellen. Da brauche ich die Politurpaste. Oh ja, komm. Lass mal hier ein bisschen Politurpaste herstellen. Ich habe ganz vergessen, wofür diese Linsen gebraucht werden, aber ich kann sie herstellen. Ich glaube, hier, ich brauche für den Meißel eine Linse. Warum auch immer, aber ja, kann man machen. Ich soll aber erstmal Eisenmeißel machen. Also an dem Herstellungstisch über das Icon. Nee, leider nicht. Leider nicht. Denn hier über diese Sachen hier schon. Da kann man das sehen. Aber hier leider nicht. Finde ich auch ein bisschen blöd. So. Ganz gelinde gesagt. Finde ich das etwas beschissen. Hier kann man mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was interessant ist. Oh, ah, hier. Ja, genau, das Steinkreuz, das habe ich noch nicht untersucht. Naja, immerhin das Steinkreuz.
Das Ding, das kann ich dann ja eigentlich auch direkt zerkloppen. Warum habe ich da eigentlich nicht eben noch drauf geguckt? Das brauche ich ja gar nicht. Brauche nur noch den, den Dreierrand hier. So einen Stein polieren. Und dann das Ding anfertigen. Ja, auch für das Bums auf dem Hexenhügel, aber auf dem Hexenhügel brauche ich irgendwie eine Sonderlinse. Und jetzt mache ich den da wieder kaputt. Na, wo liegt der denn, der Gude? Da. Dann kriegst du mal ein Steinkreuz. Kenne ich auch, habe ich auch manchmal nach dem Schlafen. Und eine schöne Grabumrandung. Du bekamst auch noch was, ne? Du kannst auch noch eine Umrandung 4. Wenn ich jetzt den Zettel wiederfinden würde. Ich hatte ihn vorhin noch in der Hand. Ach ja, weißt du was? Ist ja auch egal. Nee, er klebt dann nicht auf der Rückenseite. Auf der Rückseite davon. Das hier ist ja ohnehin jetzt gerade nicht unser Fokus. Na, hier sitzt doch gerade keiner. Ich habe ja 2 gute Zwiebeln. Ich könnte also auch 2-mal ziemlich gute Burger machen. Und damit hätten wir dann wieder richtig dick die Kohle um heute. Shit, das war heute. Jetzt ist es dafür, glaube ich, schon zu spät. Und ich habe... Oh, Vollhorst. Na gut, denken wir nächste Woche dran. Sind da wieder keine Möhren drin? Nee. Aber gut, ist jetzt ja zurzeit auch nicht bei uns oben auf der Spitze der Liste. Ja. Gib mich mal dein Kreuz. Ich brauch das mal. Ich habe ja glücklicherweise viel leckeren Traubenkuchen. Der mir bei der Forschung hilft. Wop. Und nochmal. Fein. Das ist doch schon mal ganz gut gewesen. Aber noch irgendwas Interessantes zu erforschen. Oh ja, den Eisenmeißel gibt es auch. Diesejenigen Punkte. Hat es nur einen, aber... Oh. Stein auch? Okay. Kann man machen. Immerhin einen. Die Politur passt auch. Oh, jetzt brauchst du erstmal hier ein bisschen Gebetsmaterial. Forschungsmaterial. Ja, bei der Politur passt, sage ich dann natürlich nicht nein. Durch damit. Vielleicht gibt es ja sogar viel. 1. Ist überall ein bisschen was. Nee. Aber Hanf habe ich noch nicht ganz. Oh, das Taschenbuch. Ja, komm. Taschenbuch machen wir noch. Meine Fresse. Scheißen die mich hier mit diesen Punkten zu. Torf.
Ach, über den Torf habe ich jetzt auch noch eine schöne Geschichte gelernt. Ja, komm, dann machen wir auch noch hier die Rüstung. Da gab es auch noch eine schöne Geschichte zu. Die Geschichten, das Buch. Okay. Die Geschichte des Tores ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Des Torfes! Des Torfes, mein Guter! Mein Guter, mein Bester. Und so. Denn der Torf, lass dir das mal gesagt sein, der Torf, der hat es in sich. Ich habe, glaube ich, genug für Geschmacksverstärker da. Nur eine Asche. Mist. Naja. Ich habe, glaube ich... Das ist eine gute Frage. Liegt noch irgendwo der Rest von einem Verbrannten in der Gegend rum? Ja. Oh. Doppelt hält besser. Da könnte ich auch bald mal wieder. Da könnte ich auch bald mal wieder. Da machen wir zumindest eine Ladung von dem guten Dünger. Spitzendünger. Was? Da lag doch keine Leiche, oder? Doch, da liegt eine... Oh, oh. Hm. Ungute Leiche. Sehr ungute. Ah, die war sowieso schlecht. War sowieso eine Kackleiche. Und weißt du, da kriegen wir immer noch Fleisch raus. Blut und Fett für Öl und Dünger. Und noch hier das schöne Fleisch. Ein Herz kann man immer brauchen. Nehmen wir auch noch mit raus. Und wenn man schon mal dabei ist, kommst du noch auf den Grill. Kann ich ja dann direkt auch hier zubereiten. Bevor ich mich noch ins Bett klatsch. Okidoki. Ja, das mit der Leiche, ne? Blöd. Aber auf den Friedhof hätte sie sowieso nicht gekonnt. Und letzten Endes kann es uns auch relativ Wurst sein. Letzten Endes ist es eher richtig Burger. Okay. Ja, ich kann jetzt auch schon die hier machen, aber dafür fehlt mir Marmor. Und dafür muss ich... ja, genau das hier machen. Damit käme ich dann auch mit der Kirche weiter. Aber ist die große Frage, will ich das? Will ich das? Muss ich kurz drüber nachgrübeln, denn ich möchte eigentlich auch hier mit der Geschichte hier was weiterkommen. Damit ich die Leichen besser einlagern kann. Dann mache ich mir nicht die ganze Zeit über Gedanken, oh ja, ich muss da ja noch und da muss ich ja auch noch. Und dann kann man Leichen
besser präparieren. Aber wir haben eine halbe Stunde durch. Das bedeutet, wir machen ein kurzes Päuschen und sehen uns dann gleich wieder. Also, tschüss.